Einen wunderschönen guten Morgen und ich entschuldige mich mal gleich, dass ich so ein bisschen verknittert aussehe. Es ist früh, ich glaube, ja, 5:30. Wir machen uns gerade wieder fertig für eine Tour. 2,5 Stunden Fahrt vor uns. Es geht wieder in den Harz, wie alle paar Wochen, weil wir besuchen wieder Familie, die Cousine meiner Frau. Und wir verbinden das ja immer mit Lost Places. Wenn ihr euch erinnern könnt, das letzte Mal waren wir bei den Höhlenwohnungen, wo wir euch mitgenommen haben. Und da in der Nähe befindet sich etwas, was mich auch tierisch gewurmt hat. Und da werden wir heute hinfahren. Es handelt sich um das Komplexlager 12. Ist, glaube ich, im meisten eher ein Begriff. Oder da, wo damals 620 Millionen Ostmark drin gelagert wurden. Für alle, die sich nicht für Geschichte interessieren, sollten jetzt ein Kapitel weiterspringen. Dann sind wir direkt dort und dann sehen wir uns da gleich wieder. Alle anderen bleiben hier, weil ich werde es diesmal so machen, ich erzähle vorher ein bisschen was dazu. Vor allem ein bestimmtes Thema, was ich immer wieder feststellen muss. Es gibt ja noch mehrere Videos dazu, ältere Videos, wo die Stollen betreten werden, wo es aber den meisten Leuten wahrscheinlich nur darum geht, toller großer Stollen, riesengroßer Komplex, auf der Suche nach irgendwelchen Geldresten, die da noch rumliegen, was ja nicht der Fall ist. Ihr wisst, wir sind geschichtsgeil, ich zumindest. Meine Frau ist halt eher so der Lost Placer, die interessiert sich für die verlassenen Orte, aber halt für bestimmte Geschichten, so wie ich, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, DDR, ist ja nicht so. Fangen wir mal von vorne an. Ja. Die Stollenanlage, die wir suchen, wurde 1944 von KZ-Häftlingen und Zwangsarbeitern vom KZ Langstein, ist ein Außenlager von Buchenwald gewesen, in den Berg getrieben. 1945 wurde das abgebrochen nach dem Krieg. Das heißt, innerhalb von einem Jahr haben die 67.000 Quadratmeter in den Berg vorangetrieben. Geplant waren ursprünglich 72.000. Wie gesagt, 67.000 haben sie geschafft. Und von den 67.000 wurden 25.000 Quadratmeter auch genutzt. Da waren die Junkerswerke drin gewesen, die haben da Motoren gebaut. Und BMW sollte oder war dort auch mit drin gewesen. Zumindest war das so geplant gewesen. Nach dem Krieg wurde das Ding dann stillgelegt. Eigentlich sollte es gesprengt werden. Das Auswärtige Amt hat aber dafür gesorgt, dass das nicht der Fall ist. Offiziell hieß es aber gesprengt und bis 1976, glaube ich, war dann erstmal Ruhe, hat man von diesem Ding nichts mehr gehört. 1976 hat es dann die NVA übernommen, hat das Ding ausgebaut, hat daraus ein Depotlager gemacht für Munition, Lebensmittel und Kleidung und das wurde dann bis in die 90er Jahre genutzt. Dann hat es die Bundeswehr für kurze Zeit übernommen, hat es ebenfalls als Depotlager genutzt und hat es dann aber 1995 an eine Privatperson verkauft, die selbst damit aber nicht glücklich geworden ist. Der Plan war eigentlich gewesen, damit zu wirtschaften. Es ging aber nach hinten los. Anstatt damit Geld einzunehmen, hat das Ding wohl Geld gekostet. Dann kam noch dazu, dass Leute da immer wieder eingebrochen sind. Aus dem Grund, die meisten von euch werden es wahrscheinlich darunter kennen, dass damals dort der große Schatz versteckt war. Weil die DDR hat damals dort 620 Millionen Ostmark versteckt. Wo unter anderem auch 500 Markscheine bei waren, die nie im Umlauf gekommen sind. Die gab es damals zur Ostzeit nicht, waren aber geplant mit rauszukommen. Man hat sich dafür entschieden, dieses ganze Geld wieder rauszuholen und zu verbrennen. Eben weil es immer wieder Leute gab, die auf das große Geld, den großen Reichtum gehofft haben und sind dort immer wieder in den Stollen rein, eingebrochen. Abenteuerlustige sind wir ja auch, nur wir gehen in den Stollen halt nicht rein, weil man da auch nicht mehr reinkommt. Und es war aber auch im Nachhinein, wo der Stollen nicht mal genutzt wurde, also wo das Geld raus war, es sind immer wieder Leute reingegangen. Wir finden es jetzt nicht so, dass wir da reingehen müssen. Es ist halt eine riesengroße Stollenanlage, ja, 72.000 Quadratmeter geplant, 67.000 sind's. Und ich blende hier mal oben eine Karte ein, zwei Karten, wo man sieht, was davon eigentlich genutzt wurde. Ja, es wurde ja nicht die ganze Anlage genutzt, die wurde teilweise saniert. Ich wollte halt kurz mal was zu der Geschichte erzählen. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Wie gesagt, 2,5 Stunden Fahrt haben wir jetzt vor uns. Wir treffen uns dann da mit der Cousine von meiner Frau und werden uns dann die Außenanlage anschauen. Es gibt da, glaube ich, so ein paar Gebäude und Ruinen, die da noch rumstehen. Und ja, mal gucken, was auf uns zukommt. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe mir ein paar Videos von Kollegen angeschaut. Mit ein paar habe ich auch kommuniziert. Die haben auch gesagt, es gibt wohl nicht mehr so viel da zu sehen. Aber ist egal. Ist Geschichte. Wollen wir sehen. Fahren wir hin. Nimm euch mit. Dann sage ich mal bis gleich. Und ja. Bleibt dran. Ja, Freunde. So,
Wir sind angekommen, 2,5 Stunden Fahrt hinter uns. Ja, hinter uns befindet sich die Steuernanlage. Ja. Vor uns die Gedenkstätte. Und wir werden diesen Weg hier lang gehen und schauen, was auf uns zukommt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber wir haben uns heute das beste Wetter ausgesucht. Es regnet. Die Cousine meiner Frau hat gemeint, es wird richtig schönes Wetter. Ja, wenn man da mal hochguckt, ja, also ich sehe hier keine Sonne. Da hinten, man sieht, es ist neblig oder da hinten regnet es. Ja, ist egal, müssen wir jetzt durch. Wir sind ja nun nicht umsonst hergefahren. Ja, dann wollen wir mal losgehen, ne? Viel Spaß dabei. Okay, ja, bis später. Danke. Nett, nicht mal gut im Rang. Kamera. So, der Hund kann durch. Und was sage ich jetzt, wenn also, der Hund durch ist? Wir wollen ja hier nicht rein, wir gehen ja rum. Ja, aber hier kommst du nicht rauf. Vor, mein Hund geht jetzt da durch. Ihr dürft gleich nochmal reden. Das wird nachher alles stumm gestellt. Ja, hast du ein Klo. Durch Kampf zum Sieg. Ja, da waren wir gerade drin. Da hinten geht es weiter. Aber das scheint bewohnt zu sein. Da stehen Wohnwagen und Autos auf dem Gelände. Also machen wir kehrt und schauen uns weiter um. Ach ja, manchmal vermisse ich meine Wurzeln. Ach, ich muss auch unbedingt mal nochmal hin und mir das angucken. Und wie hat mein Bruder nämlich auch erzählt, dass du einen Foto gemacht?
Bau. Da suche ich dann irgendwas. Backer, Backer. Nee, das kann ich gar nicht machen. Das ist ja Copyright. Ist hier anstrengend, das Musik zu suchen? Da sitze ich mich am längsten nochmal dran. Man kann da hochgehen. Oh, jetzt halt deine Haare mit drauf. Der hat Opernerspiele gespielt und so ein Scheiß, ne? Das ist nicht lustig. Und dann wollte er das umsetzen. Und ja, der hatte. Ei, was haben wir denn da? Das ist ein Schacht. Stand bestimmt früher mal ein großer Motor drauf, der den Schacht mit Luft versorgt hat. Hast du jetzt nicht wirklich gemacht, ne? Schön weit drin. Und wir gehen jetzt da lang. Da. Ah, der Waschbecken ist noch da, ist auch toll. Sehr. Immer so ein. Immer das.
Wie heißt das Becken? Das kann man der Hausmeister benutzt, so ein Becken. Ich glaube, der Hund möchte mal was. Bleib mal kurz stehen. Hier ist die Fernmeldeanlage. Bleib mal kurz stehen. Was davon übrig geblieben ist. Aber da ist Versteckenspiel ein bisschen eng. Da ist ein Loch. Treppe runter. Tja, Hund, ich würde. Ja, Leute. Hab schon drauf gelauert. Kam gerade ein Auto angefahren mit einem jungen Burschen und der hat uns hier wieder runtergeschickt. Also das Gelände gehört wieder irgendjemandem und man kommt hier nicht rein. Und wenn man hier eine Weile unterwegs ist, hier sind überall Kameras installiert. Das heißt, wir wurden wahrscheinlich gesehen und ja. Der war aber ganz freundlich gewesen, weil wir haben hier nicht vor, irgendwas kaputt zu machen oder reinzugehen. Und hat uns freundlich wieder das Gelände verwiesen. Nicht nachmachen. Das hier. Party-Ecke. Party-Ecke mitten im Wald. Ja. Einmal durch den Ersten Weltkrieg. Nicht unbedingt fester Boden hier. Wenn du den Kopf rausgesteckt hast, dann war der Kopf weg. So Leute, wir sind jetzt wieder an den Autos. Ich werde gerade nebenbei noch gefilmt. Soll ich mal so rumgehen? Ach nee, darf ich ja nicht.
Ja, wir machen jetzt hier einen Cut. Ja, wir wurden ja freundlich wieder runtergebeten. Wir machen uns jetzt auf jeden Fall noch was zu essen. Und dann werden wir die andere Hälfte des Berges, die man legal betreten kann, betreten. Und ich werde gefilmt. Ich mag es nicht, wenn man mich filmt. ja, und das geht ja aber dann in der nächsten Woche. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Haut was in die Kommentare. Und für die, die neu hier sind, schaut euch ein bisschen bei, uns um. Und wenn euch unser Kanal gefällt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Wir sehen uns dann nächstes Wochenende. Haut rein. Happy, happy, happy. Lecker, lecker Chili con Carne.